Die Dreiländerecke zwischen Belgien, Deutschland und Luxemburg liegt in der Natur. Auf dem Weg dorthin ist eine erbaute Grotte. Aus dem Zweiten Weltkrieg stammt die Idee zum Errichten einer Luftgrotte. Die Einwohner von Lila wollten sie der Heiligen Jungfrau zum Dank für ihren Schutz während der Kriegsjahre errichten. Das ganze Dorf beteiligte sich an diesem Unternehmen. Am 18. September 1955 wurde die Grotte feierlich eingeweiht. Die Straße weiter, etwas unterhalb, befindet sich das Dreiländereck. Ein Feldweg führt an eine Brücke. Vor der Brücke eine Erklärungstafel. Auf einem Foto sind genau die Grenzen erklärt. Dieses kleine Bächlein trennt Belgien von Luxemburg. An diesem Punkt treffen sich drei Länder. Gegenüber dem Fluss Our ist Deutschland, links des Baches Belgien und rechts Luxemburg. Eine Brücke führt über die Our. Im Moment führt der Fluss viel Wasser wegen den Regenergüssen der letzten Tage. Dank dem Schengen-Abkommen ist jetzt an diesem Punkt freier Personenverkehr für die 26 verschiedenen europäischen Nationen aus dem Schengen-Raum. Durch diesen existieren die Grenzen zwischen europäischen Staaten nur auf Landkarten. Vor der Brücke noch eine Skulptur mit dem Namen Grenzrose. Es steht für ein friedliches und vereintes Europa. Es stammt von Thomas Rotter aus Essen. Etwa 100 Meter von der deutschen Grenze steht das Europa-Denkmal von Lila Uhren. Es ist zu einem Drittel auf Luxemburger Territorium und zu zwei Drittel auf belgischem Territorium errichtet. Zweck dieses Monumentes war und ist es, die Idee der Europäischen Union zu verbreiten. 1977 errichtete die Europäische Vereinigung für Eifel und Ardennen auf dem Gelände des Dreiländerecks in Lila-Euren ein Mahnmal. Das heutige Europa-Denkmal, eine Grünanlage mit sechs großen Steinblöcken. 1952 begannen sechs Länder mit dem Zusammenschluss Europas. Vier Steine aus den vier Ländern der Gründungsmitglieder der Vereinigung tragen die Namen großer Europäer. Den Deutschen Konrad Adenauer auf einem Findling aus der Lüneburger Heide. Dem Luxemburger Josef Bech auf einem Sandstein aus dem Müllertal bei Echternach. Dem Franzosen Robert Schumann auf einem Schieferstein aus den Vogesen. Und dem Belgier Paul-Henri Spark auf einem Blauschieferstein aus Fielsam bei Stavelo. Es wurde durch öffentliche Subskription finanziert und am 22. Oktober 1977 im Beisein von zahlreichen Persönlichkeiten aus Belgien, Deutschland, Frankreich und Luxemburg eingeweiht. Ein paar Schautafeln geben dem Besucher die nötigen Erklärungen zu dem Denkmal.